Das erste Ziel war bei den Menschen hauptsächlich das irdische Ziel. Das Ziel war, hier viel zu gewinnen im Erdenleben an materiellen Dingen, um dadurch noch mehr erreichen zu können, um nachher ein schiedlich friedliches Leben führen zu können und so weiter und so fort. Hier, liebe Freunde, haben Sie das wirkliche Ziel verfehlt. Es ist mir auch nicht möglich, Ihnen gleich heute all das zu sagen, was ich zu sagen habe. Und zwar immer das, von dem Sie heute noch nichts wissen, auch nichts wissen können. Eines weiß ich, dass für Sie viel Gutes bereit liegt. Auch Ihr eigenes, auch das, was Sie verloren haben. Aber da müssen Sie den falsch gegangenen Weg zurückgehen, um das Gute wieder in Empfang zu nehmen, was zu Ihnen, zu Ihrem Körper gehört. Sie können nie die Ordnung eines anderen in sich ordnen, sondern die eigene Ordnung, die für Sie bestimmt ist. Und das ist das, was Menschen überhaupt getan, dass sie sich vom guten Weg gelöst, durch Irreführung, durch Irreleitungen, dass sie vom guten Weg abgekommen sind, da haben sie das Gute nicht mitbekommen, da verblieb es. Und je weiter Sie vom guten Weg abgegangen sind, je weiter müssen Sie zurückgehen, um Ihr eigenes, das Gute, wieder in Empfang zu nehmen. Ist schon wahr, wie ein Arzt mal sagte, ich will Ihnen jetzt nicht sagen, aus welchem Land, der aber zu seiner Schwester sagte, gib mir die Krankheit, die du in deinem Körper hast, ich kenne einen Menschen mit Namen Gröning. Ich bringe ihm das Übel, ich bringe ihm die Krankheit hin und er gibt dir dafür deine Gesundheit zurück. Das heißt, ich nehme sie in Empfang und bringe sie dir. Diese Frau ist verheiratet, hat 4 Kinder, ist übel dran. Ihr Mann ist einer von den Reichsten der Reichen, ist reicher wie der König selbst. Nebenbei bemerkt man dieser Mann noch in meinem Haus mit seiner Frau. Seinen Schwager ließ er dazu nicht kommen. Die Schwester musste es verneinen. Sie sagt, mein Mann lässt es nicht zu. Und so kam der Ehemann mit seiner Frau selbst, der alle Versuche angestellt, um für seine Frau die Gesundheit zu erkaufen. Tausende, gar Millionen hat er für ausgegeben. Immer per Flugzeug schickte er sie von einem Land ins andere zu den größten Kapazitäten. Keiner konnte helfen. Zu mir kommt er, setzt sich an den Tisch, nimmt Checkbuch vor und sagt, was verlangen Sie von mir? Du sie meiner Frau die Gesundheit geben. Er hatte 2 Dolmetscher mit, ich hatte einen. Meine Antwort war hierauf Vertrauen und Glauben. Vorausschicken muss ich noch, dass er sagt, das kommt mir auf ein paar Millionen nicht drauf an. Nennen Sie nur eine Zahl, wie viel Sie wollen. Mir ist jede Summe recht. Meine Antwort war Vertrauen und Glauben. Da sprang er auf, das konnte er nicht verstehen. Er tobte fast in meiner Wohnung. So was ist ihm in seinem Leben noch nicht passiert. So was ist ihm noch nicht begegnet. Bisher habe er alles mit Geld machen können. Und der kommt hier an und sagt Vertrauen und Glauben. Nebenbei bemerkt größere Idioten, einen größeren Idioten, wieso ein in diesem Fall gekröniges ist, gibt es nicht wieder. Das ist die Auffassung dieses Menschen. Ich habe weiter nichts getan, als ihm nachher die Tür geöffnet. Da wusste er alles. Aber hier zurück zu dem Arzt, zu dem Schwager dieses Mannes. Der hat was davon gewusst und ist auch Mediziner. Aber er wusste mehr. Er ist ein wirklicher Arzt, ein wirklicher Helfer. Er wusste, wo sie ist, wer sie dem Menschen vermitteln kann. Ja, und das ist der Weg, den ich sie wieder führe, Freunde, von dem sie abgekommen sind. Da ist ihre Gesundheit zurückgeblieben. Und da können sie sie wieder in Empfang nehmen, so sie auf diesem Weg bleiben. Gehen sie von diesem Weg wieder ab, dann verlieren sie wieder das Gute. Ich wage es nicht zu fragen, was verstehen Sie unter diesem Wort Glaube? Was ist für Sie Glaube?
Glaube ist auch, wenn der Geschäftsmann an ein gutes Geschäft glaubt. Es gibt Menschen scheußlicher Art, die da auch glauben. Die da sagen, ich weiß, dass ein Pfund Rindfleisch eine gute Suppe gibt. Freunde, ich möchte jetzt nicht weiter fortfahren, wie viel es von diesem gibt. Das heißt, was Menschen unter diesem ein Wort Glaube verstehen. Und ich möchte auch nicht so weit. Und das wollen sie auch gar nicht. Und deswegen beschränken wir uns doch wirklich auf das Wichtigste. Das Allerwichtigste ist und bleibt doch für sie, dass sie ihr eigenes wieder zurückerlangen. Und dass sie den falsch gegangenen Weg wieder zurückgehen müssen, das ist ihnen selbstverständlich. Und jetzt stellen Sie sich ganz kurz den irdischen Weg vor. Sie befinden sich auf einer Straße, ob mit Wagen, ohne, ob per Rad, zu Fuß, egal, ohne Eisenbahn, Zug, Flugzeug sind. Wenn dieses Fahrgestell eine falsche Richtung einschlägt, das heißt nicht die Richtung, dass Sie Ihr Ziel erreichen, dann müssen Sie doch wieder zurück, sonst erreichen Sie Ihr Ziel nicht. Wenn Sie aber ziellos durchs Leben gehen, dann gibt es ein Durcheinander, dann kann überhaupt nichts Gutes sein. Aber ein Ziel hat bestimmt jeder. Und das erste Ziel war bei den Menschen hauptsächlich das irdische Ziel. Das Ziel war, hier viel zu gewinnen im Erdenleben an materiellen Dingen, um dadurch noch mehr erreichen zu können, um nachher ein friedliches Leben führen zu können und so weiter und so fort. Hier, liebe Freunde, haben Sie das wirkliche Ziel verfehlt. Dazu hat Gott Ihnen ein Erdenleben hier nicht geschenkt und dazu auch nicht Ihren Körper. Was haben Sie, wenn Sie viel irdische Güter besitzen? Geht es Ihnen so wie vielen dieser, die heute zu den Reichsten der Reichen zählen? Das Gute, das Göttliche können sich mit Geld, mit Gold, auch Brillant, sonst was Sie haben, nicht erkaufen. Können Sie die ganze Welt bereisen, das können Sie, aber die Gesundheit erkaufen nicht. Geld ist Macht, Gesundheit ist Allmacht. Und das ist das größte Reich. Und das verstehe ich unter Reich sein. Wer ein anderes Reichtum bevorzugt, wer da glaubt, dass ihm das mehr sagt und mehr gibt, dann bitte. Mit denen habe ich noch nichts gemein. Der muss erst eine Lehre daraus ziehen. Aber Sie sind ja nicht so begütert. Sie besitzen ja nicht so viel. Sie sind in allem gesehen arm. Und Sie können reich werden. Dann reich werden, wenn Sie sich das jetzt erarbeiten. Dass Sie jetzt alles dazu tun, um wirklich reich zu sein. Und so Sie wirklich im Dienste Gottes stehen, Gott gibt Ihnen einen, seinen Lohn. Und der ist nicht klein, der ist groß. Und so ist es auch schon vielen Menschen ergangen, die im Leben viel Böses getan, deshalb, weil sie vom Bösen behaftet waren. Und wenn sie einmal im Leben Gutes getan, dafür erhielten sie ihren Lohn. Und jetzt an diesem Punkt angelangt, Freunde, könnte ich Ihnen viele Freunde aufzählen. Das heißt, die zu unseren Freunden heute zählen, die sie früher vom Bösen behaftet, nur Böses taten und zu all dem nur einmal Gutes an einen ihrer Nächsten. Und schon wurden sie von dem Bösen befreit. Schon ging das Übel von sie ab. Gleich. Schon ging das Übel ab. Schon kam das Gute, das sie bejahten, zu dem sie heute noch stehen und dadurch viele, viele Menschen auch zu ihrem Glück, zu ihrem Heil, zu diesem Reichtum verhelfen. Dass sich doch jeder selbst erarbeitet. So ist es richtig. Und Freunde, ich glaube, dass wir uns richtig verstanden haben. Und ich glaube, dass Sie jetzt das Gute für sich beherzigen werden, denn es will aufgenommen werden. Nur dann findet die Aufnahme statt, wenn Sie sich wirklich vom Bösen endgültig lossagen.
dann und einige Freunde auch wieder heim müssen, selbstverständlich, werde ich wieder unterbrechen. Und zwar so lange, bis wir uns wiedersehen dürfen. Wir sind morgen zusammen, Sonntag, im ganz kleinen Kreis und Montag noch. Es soll jetzt nicht heißen, dass Sie morgen und Montag auch kommen sollen oder müssen. Das hat damit nichts zu tun. Vorhin habe ich schon gesagt, so wir uns nicht früher sehen, aber bestimmt am 6. Dezember wieder hier in Springer. Was ich Ihnen weiter mit auf den Weg gegeben, das haben Sie auch gehört. Also will ich vorerst schließen, aber so viel Zeit haben Sie ja noch. Was fährt denn das Siegelchen? 41? 48? 42. 42. Na, dann haben Sie noch gut Zeit. Die Uhr geht etwas nach. 5 Minuten. Geht ihr nach. Also ich wünsche Ihnen eine gute Heimfahrt und allen ein gesundes Wiedersehen. Nochmals, mein lieber Freund Bruno. Ich bin tief beeindruckt von dem, was ich heute hier erfahren durfte. Und ich glaube, mit mir nicht nur viele, sondern alle Freunde mit. Wissen wir und kennen wir deine Berufung. Wir wissen auch heute, dass du dich täglich bemühst, uns Gott, das heißt dem Göttlichen, nahe bringen willst. Mein lieber Freund, wir sind dir dafür sehr dankbar. Wir sind aber auch nicht nur dir, sondern auch unserem Herrgott dankbar dafür, dass wir immer wieder sagen können, nach einer ganz gewissen Zeit, wir wissen, dass du, lieber Freund Bruno, uns wieder in unserer Gemeinschaft beehrst. Und aus diesem Grunde heraus möchte ich nochmals herzlichen Dank, mein lieber Bruno, für deine schöne Zeit, für deine schönen Worte, die wir heute mit dir hier erleben durften. Und wir werden auch in Zukunft dankbar sein für das, was wir durch dich und um dich hören dürfen. Es ist nicht meine Zeit, das ist die Zeit, die Gott für uns, für jedem Lebewesen bestimmt hat. Wir, liebe Freunde, müssen diese Zeit nur nützen. Ich entschuldige mich gar nicht, aber ich sage von vornherein immer wieder und noch, danket nie mir, danken wir Gott dafür. Wir, das heißt, ich danke Gott immer dafür, dass ich das tun darf, dass ich ihm dienen darf, dass ich sie wirklich auf den Weg führe, das heißt, dass ich sie Gott näher bringe. Wie sie sich Gott gegenüber dankbar zeigen, das belasse ich ihnen selbst. Und so ich mich mal bei ihnen bedanke dafür, wenn sie mich mal mit einem irdischen Geschenk beehren, so lassen sie es zu, dass ich mich bedanke. Aber von Ihnen will ich hierfür keinen persönlichen Dank. Ich wiederhole noch einmal, diesen Dank sind wir. Wenn Sie auch schon heute sich zu dem Wir zählen, dann ist's gut. Sind wir Gott zu großem Dank verpflichtet, indem wir uns zur Tat bewegen, indem wir das tun, was wir uns selbst und unseren Nächsten schuldig sind. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen das noch deutlicher sagen muss, damit Sie es wirklich verstehen. Ich glaube es deutlich genug gesagt zu haben. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Thema. Das heißt, und Thema ist auch falsch gesprochen, aber Sie haben ja diese Worte. Thema für Sie, dass Sie jetzt weiter darüber, auch in Abwesenheit, ich kann deutlich sagen, meines Körpers, Sie würden sagen, meiner Person, darüber sprechen können. Verhandeln nicht. Nicht Ihre Meinung zum Vorschein
Schein bringen, zum Ausdruck bringen, sondern ihre Überzeugung. Ich habe keine Meinung, sondern nur eine Überzeugung. Und so, liebe Freunde, haben auch Sie eine Pflicht, sich selbst von dem zu überzeugen, erst was Sie sind, wer Sie sind, und dass Sie sich weiter von dem überzeugen, was Gott für Sie, für uns all, für alles Lebewesen auf dieser seiner Erde geschaffen hat. Das ist Ihre Pflicht. Denn ich folge nur einem, und das ist Gott. Und wenn Sie jetzt auch folgen, zu dem Sie gehören, dann gibt es das Gefolge. Und das ergibt den ganzen Freundeskreis, dass berechtigterweise wir uns auch hier in diesem als wirklichen Freund ansprechen. Ich sage nicht der Freund, indem ich so meine. Nein! Ich bin von diesem überzeugt. Und werden auch Sie ein wirklich wahrer, ein guter, ein ehrlicher, ein liebvoll, ein liebwerter Freund dieses Freundeskreises. Mehr habe ich heute nicht zu sagen. Also nochmals ein gesundes Wiedersehen. Okay.